Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone Constructed Episode hier auf Weeplay Games for You. Ich bin Sivo und ich habe überlegt, wir spielen mal eine Runde Krieger. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich gegen Ende der Woche das Deck wechseln wollte. Das machen wir jetzt aber schon Mitte dieser Woche quasi. Spielen Control Warrior. Eigentlich ein relativ Standard-Deck. Ich denke, dass das ganz gut funktionieren könnte. Oh, da kriegen wir gleich mal ein ultralanges Game vor den Latz geknallt. Das ist so eins der längsten Matchups, das es überhaupt gibt, glaube ich. Einer reicht mir von der Sorte. Frage ist, will ich den Silence behalten? Ich denke nicht. Wir könnten einen Zombie-Chow oder sowas silencen, aber das ist halt jetzt nicht so dolle. Oder eine Klerikerin oder sowas, aber das sind so Sachen, möchte ich eigentlich vorher schon weg haben, bevor ich sie silenzen muss. Ist jemand verletzt? Da kommt auch schon die Klerikerin. Wir haben keine Möglichkeit, sie zu töten. Deswegen gehen wir einfach ab. Machtwortschild. Ja, das geht ja schon wieder gut los. Will ich einen Acolyte of Pain spielen? Eigentlich ja nicht unbedingt. Vielleicht spielen wir nächste Runde die Waffe. Falls er irgendwie einen Klingenmeister oder sowas spielt. Okay. Ärgerlich. Wir müssen den töten, auch wenn der dann noch mehr gebufft wird. Die Frage ist, ob wir uns das erlauben können. Bin mir da absolut unsicher gerade. Was jetzt? Aber eigentlich ist er ja nicht mal so schlimm. An und für sich. Vielleicht hätte ich den Silence doch behalten sollen. Das wäre jetzt nächste Runde ein super Silence-Target. Gedanken drauf. Ich meine, bisher hat er ja nicht mal eine Karte aus der Klerikerin rausgeholt. Wir brauchen Karten, also mache ich eher das hier, als statt normal aufzuarmorn. Ein ganz lustiges Match bis jetzt. Oh Mann. Das ist relativ egal, würde ich sagen. Eigentlich ist es totaler Schwachsinn, dass er den gespielt hat. Ich kann angreifen und dann ist er weg. Kriegt er halt eine Karte. Wir aber auch. Ich denke, das war okay. Auch wenn er eine Karte bekommen wird. Aber wir haben letztendlich ja auch eine Karte durch den Acolyte of Pain bekommen. Den habe ich vorhin vermutet, als ich die Waffe gespielt hatte. Ist jemand verletzt? Oh, jetzt zieht zwei Karten, so wie es aussieht. Okay. Da kann ich aber mit leben, weil wir mit dem hier wieder eine Karte ziehen können. Die Frage ist, wie machen wir das? Ziehen wir eine Karte und Brawl? Ich denke, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Vielmehr kriegt ein Priester normalerweise eh nicht aufs Feld. Kein Problem. Da haben wir nämlich einen Execute für. So. Das sieht doch dann ordentlich aus.
würde ich sagen. Beide Klerikerinnen weg. Halt die natürlich, ist klar. Können wir jetzt nicht so viel gegen machen. Können den hier spielen und auf Amorn. Müssen irgendwie Amor bekommen für die Schildschläge. Das ist aktuell ein bisschen kritisch, damit wir die ordentlich als Removal benutzen können. Okay, vielleicht hätten wir die Rüstungsschmiede spielen sollen, statt aufzuarmern. Aber eigentlich stellt man die ja ganz gerne, um dann selbst was mitmachen zu können. Ragnaros? Mir so eigentlich nicht. Angreifen tun wir natürlich nicht. Nice. Egal wen von beiden er trifft, ist immer gut. Solange er nicht ins Face angreift. Ich habe keine Zeit. Sylvanas. Schattenwort tot. Ich will also klauen. Aber es ist halt teuer für ihn, die so zu klauen. Aber wir haben keinen echten Removal dafür. Das ist wieder problematisch. Rüstung, die passt. Oh, bitte drück Ragnaros. Das wäre game entscheidend. Okay. Besser als nichts, schätze ich mal in dem Fall. Ach du Fuck. Bitte triff nicht meinen Ragnaros. Holy shit. Das wird heftig. Okay. Mich ins Face, bitte. Oh yeah. Okay. 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 Wir haben irgendwie keine tolle Möglichkeit gerade. Das Problem ist, dass wenn er den da trifft, das nicht so geil ist. Das war klar. Shit, shit, shit. Kommt jetzt ein bisschen auf unser Glück drauf an, wen seine Ragnarosse hitten. Seine Ragnaröse. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Okay. Was bringt das? Ich will eine Karte ziehen oder wie? Und meinen Targets verringern. Quasi. Was anderes kannst du ja nicht bringen. Okay. Naja. Ich denke, mehr hätte ich nicht erwarten können. Ihn nicht töten. Oh man, was geht hier nur ab? Wenn ich das noch gewinnen sollte, weiß ich auch nicht. Ja, Dekenzauber, scheinbar. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Aber dann muss er trotzdem auf seinen Ragnaros-Shot vertrauen, der schätze ich mal. Ich meine, er wird einen Holy Nova haben. Fire. Okay. Oh mein Gott, wir müssen also darauf hoffen, dass er unseren Dude trifft. Verdammten stehen bereit. So viel Glück haben wir, glaube ich, nicht. Oh Mann. Tatsache.
ist ja heftig. Ja. Wir könnten natürlich ihn buffen und da reinrennen. Gefällt mir nur nicht so gut. Weil unser Finishing Move quasi dadurch verloren geht. Wir könnten ihn spielen und hoffen. Gefällt mir aber auch nicht. Wir könnten ihn spielen, aber dann ist wieder Gefahr da. Ich denke, das Beste ist, wenn wir den hier spielen. Hoffen, dass er keine Holy Nova, Holy Fire Nummer 2 hat. Dass er keine Holy Fire Nummer 2 hat, um uns zu töten. Aber das hat er wohl. Na, hat eine Holy Nova. Reicht das? Da fehlen noch zwei. Hat er zwei Holy Novas? Okay. Ja, das war ein bisschen Pech, denke ich, dass der Ragnaros... Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht Ragnaros nicht spielen dürfen, wenn ich keine Armor gehabt habe. Ich habe schon so lange keinen Kontrollbauer mehr gespielt. Ich denke, das war ein Fehler. Müssen wir uns in Zukunft merken und abstellen. Ja, machen wir an der Stelle auf jeden Fall erstmal wieder einen Cut. Die Matches dauern hier immer relativ lange. Bedanke mich hier immer fürs Zusehen. Das mit der Musik ist jetzt wieder normal. Ich hatte in den letzten zwei Folgen und in der einen Arena-Folge ein Soundproblem. Deshalb habe ich die Musik dahingelegt gehabt, damit es halt nicht einfach Stille ist. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao!